So, und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3. Diesmal ohne den Drecksboss von Aldritch und einem kaputten Hut. Und Verti. Welchen Hut? Na, gut, ist kaputt, gucken wir an. So ein Riesenschwert zwischen. Ach so. Ich dachte, du meinst die Fürsttasche, die aussieht wie ein Hut. Na, das sieht auch aus wie ein Hut. Okay, Verti, ich darf Ja. keinen Fehler machen. Darf ich das wegdrücken? Ja, natürlich. Dachte es mir. Ich finde es ziemlich lustig, weil. Aber erinnerst du dich an der letzten Stelle, letztes Mal, als du hier warst, ist schon lange her, und ich meinte, yo, bring sie um! Lust auf einen optionalen Boss? Nein, nicht optionalen, aber auf Lust auf einen Boss. Warte. Habe ich sie ihm gebracht? Nein. Ah, Gott sei Dank. Ja, jetzt ist der Zeitpunkt, an dem du den Boss machen musst, deswegen. Und anfangs war es so in dem Spiel. Der Boss, Oh, hier ist was. wenn du hierher geworbt bist, ich glaube, der Boss fing instant an, wenn ich sie richtig im Kopf hatte. Ich bin mir noch unsicher. Und jetzt ist es nicht mehr so, sondern du musst jetzt was machen, was unglaublich angenehm ist, weil du immer nach dem letzten Fürsten, den letzten, nein, nach dem vierten Fürsten gemacht hast, wirst du hergeworbt. Und jetzt kannst du dich erstmal irgendwo, also zum Feuerbann scheinen oder so, und dich im Aldrichs Raum umgucken, wenn du willst, bevor du den Boss hier machst. Feuerbahnschein klingt nach einem Plan. Anfangs habe ich mich nicht immer angewöhnt. Okay, ich bin bei Aldrich. Sobald er tötet, die Heimerknochen ausrüsten und sofort wegworben, sobald ich da bin. Und jetzt ist es so. Ja. Du kannst erst mal machen, bevor das losgeht. Finde ich super Halt. angenehm. Dass sie immer irgendwo sitzen muss. Ich finde das cool. Macht so viel lebendiger. Ja, es ist wahr, aber. Ja, sie hat außerdem nur, glaube ich, drei Stellen, wo sie sitzen kann oder stehen. Glaube ich. Ach, Konditionen und Belastbarkeit sind ja unterschiedlich. Ja. Was soll das daran? Also gibt es Sinn, denke ich. Was willst du kaufen? Gar nichts. Ich hab falsch nachgedacht, glaube ich. Willst du dir Aldrichs Sensei holen? Wäre eine Idee, oder? Hallo. Ich weiß nicht, was Aldrich alles anbietet. Ich glaube, ja, genau. Ein Zauber. Ein Zauber und scheinbar keine Sense. Weiß ich nicht, was gibt es noch? Vielleicht einen feinen Bogen. Ah, das da? Ja, Bogen. Ein Bogen, okay. Ich meine, das macht Sinn, denke ich. Ja. Dann will ich doch nichts von dir. Ich glaube, mit dem Bogen verschießt du so einen großen Magiepfeil. Okay, dann kann ich jetzt irgendwo wieder diese Fürstenseele draufpacken, ne? Stimmt, jetzt kannst du draufpacken, wenn du willst. Da kommt der Aldrich drauf. Na gut! Cool. Nee, jetzt nicht mehr. Der gute alte Götterfresser wurde. Ja, gefressen nicht, aber. Ich würde da nicht reinbeißen. Ich würde aus der Asche Kakaopulver machen. Aber dann lebt Aldrich in dir. Willst du das? Passt schon. Hä? Das passt, denke ich schon. Dann fehlt nur noch der hier, ne? Ja. Das heißt, wir sind quasi durch. Nein. Wir sind fertig, fast. Wissen, wie viele Bosse noch kommen? Nochmal genauso viele, wie wir schon haben. Nein, ich müsste es kurz zählen. Dann erzähl kurz. Willst du wissen? Die optionalen, ich zähle ich mit, okay? Okay. Ich glaube 5, wenn nicht mehr. 5, wenn nicht mehr. 5 oder 6, was ich vergesse ein. Wieso habe ich mich gerade nicht dahin teleportiert, wo ich eigentlich hin wollte? Weiß ich nicht. Ja, 5 oder 6, irgendwie so. Vielleicht vergesse ich einen. Reisen dahin. Muss ich gleich das Bonfeuer in der Nähe von dem Ort finden, wo ich Ewigkeiten nicht war. Ja, kann ich dir helfen. Ich hoffe doch.
So, wo ist der Aufzug, damit wir hochkommen? Ja, aber ich bin so bereit für die Amazing Chest! Ah, oh, perfekt. Also, kleiner Aufzug. Ja, für kleine Menschen. Kleine Menschen. Wo ist die Stelle, wo Ernst denn runtergesprungen war? Weit weggebrochen. Muss irgendwo auf der anderen Seite sein. Ja. Hey, mal, du rüber guckst, links. Nein, 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 gucken, nicht rennen. Da muss doch irgendwo sein. Das war doch nicht so eine Stelle, oder? Nein. Irgendwo da unten. Da! Da, oder? Hier. Aber ist ja doch rund, oder? Alles rund? Nein, ist aber rund. Das ist rund. Großer Aufzug für große Menschen. Ich glaube übrigens, der hat, der Aldrich hat auch die guten Gwendolin gefressen. Wegen der Sonnenprinzessin. Was? Nein, nicht wegen. Ich glaube, der Aldrich war einfach der Schaf auf die Trap. Lass den Schwachsinn rauspacken. Welchen den? Den. Oh. Ja, das stellt man sich besser vor. Wie viel bist du drüber? Oh, das ist ein schwerer Ring. Wirklich. Schau hin, wie viel Leben du dazu bekommst. Oh. Übel. Das ist schon krass. Das ist, Alter, das ist heftig. Damit du kannst dich wieder wegwerfen, hier ist nichts mehr. Ich mache hier so ein Bonfire. Das ist richtig. Und im Bonfire kann ich reisen. Ja, ich meinte, du kannst es weg. Okay, wo musst du denn, Domi? Ich muss... Nein, hier nicht. Was hier? Was hier? Nein. Yay! Was hier? Oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung mehr, ehrlich. Sechs Bosse, ja! Wenn nicht sieben. Ich habe eigentlich mir wieder eingefallen. Okay, eins links. Noch eins links. Das letzte. Das ist der leichteste Weg dahin. Das ist lange her, wirklich. Das ist lange her. Das ist echt lange her. Ich habe mich mit gut alte Fort. Weißt du noch? Weißt du noch, der Fort, der jetzt fort ist? Wer war fort? Nein. Ja. Wer war fort? Ja, wer war fort? Folgen Sie einfach der Straße. Ich meine natürlich den Straßenverlauf folgen. Hey, das ist ein Beschwörungsdingsbums. Ah, das ist eine Ausdauer gebrochen. Aua. Wir beschwören niemanden. Aua. Ja, renn einfach durch. Oh, da fühlt sich's gut an, die alten Gegner mal zu bedienen. Das fühlt sich leider noch nicht mal gut genug an. Warte, warte. Fühlt sich bei dem gut an? Die war dann so der war so nervig, der Typ. Ja, okay. Das war schon besser. Das ist gut, oder? Der war nie schwer. Okay. Okay. Soll ich dich ein bisschen anteasern? Ich spreche jetzt mit dir und das ist cool. Ja, das kannst du machen. Du kannst mit dir reden oder mit dem Schwert draufhauen, was dir lieber ist. Asche? Oh nein! Oh mein, was hast du gemacht? Du hast ihr Becken in der Hand. Gut, dann können wir wieder gehen. Nö. Jetzt, wenn das Becken einfach da hinlegst, wo es hin soll. Ihr kennt zwar nicht, ehrlich gesagt, nicht, warum es da hin sollte, aber. Ja, siehst du gleich. Ich finde es übrigens cool, dass du da hinrennen musst, weil stell dir die Leute vor, die einfach wieder gegangen sind und nicht wusste, wo es weitergeht, weil sie nie fünf Schritte vorher gegangen sind. Die Tür ist zu. Oi. Nein, ich möchte nicht. Domi, eine Sache will ich dir sagen. Das ist der Boss,
bei dem viele Spieler wirklich Probleme haben. Okay. Also wirklich. Wir haben noch 10 Minuten in diesem Part. Ich nicht. Ich hatte nie wirklich ein Problem mit ihr. Aber es gab so viele Leute, die so Probleme haben. Ich bin gespannt, wie du dich anstellen wirst. Weil der Boss hat eine gewisse Eigenart. Ich werde nicht sagen, was es ist. Sie ist unglaublich schnell. Nein, ich werde es noch nicht sagen. Ich, ehrlich gesagt, verstehe es auch nicht richtig, aber... Es ist anscheinend eine Sache, die existiert. Auch wenn ich nicht ganz verstehe, warum das Probleme macht, aber anscheinend gibt es Leute, die wirklich Probleme haben damit. Jetzt nach dem Boss sagen oder zum spätestens nach dem Punkt, an dem es anpisst. Aua. Der Boss ist zu klein. Naja, es geht. Könnte größer sein, ja. Man. An dem Punkt frage ich mich nur noch. Sehr? An dem Punkt frage ich mich, reden wir noch über den Boss rum oder. Ich meine, siehst du diese Beine? Das sind lang. Oh, das ist super nervig. Ich glaube, du bist tot. Ja. Gravity, Gravity, Grab Angriffe. Bestes Feature im Spiel. Oh, hey, Grab-Angriffe, die brauchen wir auf jeden Fall in unserem Spiel. Die sind super nett. Und vor allem sind die auch super angenehm, weil sie dich einfach instant töten, wenn du keine 5 Rüstung an hast. Also hast oder zu wenig Leben. Oder zu wenig Leben. Also hast du die Wahl zwischen. Ja, zieh eine scheiß Rüstung an. Ne, oder hättest du mal Belastbarkeit geskillt? Warum hätte ich das wollen? Ich hatte da eine fette Rüstung, das Schwert und ein fettes Schild, Tommy. Was soll ich mit der Rüstung? Schaden minimieren. Du brauchst keinen Schaden minimieren, wenn du ausweichst. Ja, mach's gut. Kopieren. Boah. Hast du gesehen, wie sie beim ersten Angriff ausgewichen ist? Siehst du? Die hat keine dicke Rüstung. Und trotzdem schafft sie es. Die braucht keine Rüstung, die drückt Damage. Ich hasse halt die Hitboxen von so Grab-Angriffen, weil teilweise ist es so, oh, der Grab-Angriff ist quasi vorbei, die Hitbox des Grab-Angriffs ist aber noch da, wenn du dann da reinrollst, hat sie dich. Also nicht nur sie, allgemein bei solchen Dingen. Mag sowas nicht. Ich mag sowas nicht, wenn... Na, die hat viel zu viel Reichweite. Oh, die hat wirklich Reichweite. Vor allem ist sie... Tatsächlich relativ schnell unterwegs, obwohl sie arschlangsam aussieht. Ja, das ist wahr, das ist lustig. Teilweise ist es aber einfach so, du gehst einfach mit ihr im Kreis und niemand macht irgendwas. Und dann legt sie los. Aber ich sehe jetzt noch nicht, was das Nervige daran sein soll. Also ja. außer der Grab-Angriff. Also Grabs sind halt einfach grundsätzlich. Ja, das ist aber allgemein scheiß. Selbst in meinem High-Level-Bereich. Macht er mich noch K.O.? Der macht doch keinen Schaden. Ich nehme das mal kurz mit, okay? Oh shit! War nicht okay! Mir ist nie aufgefallen, dass sie so Sachen am Boden hinterlässt. Voll cool. Ich kann das noch sagen, das Nervige, was am Boss ist. Ist schon da. Also, das heißt nervige, das, was Leute Probleme bereitet, ist ja nicht nervig. Mich stört es zum Beispiel nicht. Hä? Also, ich sehe nicht, dass es nervig sein könnte. Mal weiter gucken, wie du mit ihren Angriffen klarkommst. Okay. Ich bin gespannt, ob du es überlebst. Oh. Ja, okay, man überlebt. Wenn du voll geheilt bist. Wenn du voll geheilt bist. Und ausweichst. Was könnte an ihr nervig sein? Was könnte an ihr nerv... Also was könnte anderen Spielern Probleme bei dir bereiten?
Das wird im nächsten Part raus. Nicht? Nee, noch wenn nicht. Du stehen geblieben bist. Noch nicht. Okay, doch noch nicht. Nein, hast du ein Gefühl, dass du den Angriffen ausweichen kannst? Ja. Gut. Also, natürlich kann ich es noch nicht. Lass mich doch einfach alle in Ruhe. Natürlich kann ich es noch nicht so, dass ich mich aber so sicher fühle, wie ich das mit gerne hätte, aber. Ja, ist logisch, logisch, logisch. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ihre Angriffe irgendwie eine kaputte Hitbox haben. Nein, das ist es nicht. Sowas ist es nicht. Ist eine sehr interessante Sache. Oh Gott, Jack Rap-Angriff. Immer wieder beängstigend, wenn sie den macht. Also ich meine, okay, sie hat auch eine viel zu hohe Reichweite, aber das ist halt alles so Sachen, okay, es ist halt ein Boss mit einer hohen Reichweite. Ja, hat lange Arme, hat langes Schwert, logisch. Ja. Da hab ich sag mal, waren wir eigentlich schon in dem Lava-Gebiet und? Nicht Lava-Gebiet, in dem Gebiet mit der, wo Horus war? Nein. Oh mein Gott, das fehlt auch noch! Das sind 7 Bosse! Das sollten wir nächstes auf jeden Fall mal hingehen, sonst kommen wir viel zu spät da. Okay, also. Ihre Angriffe sind auf jeden Fall anspruchsvoll auszuweichen. Aber. Die wichtige Frage ist: findest du sie sexy? Was war das für Schwachsinn? Warum hast du so eine Flammenexplosion? Ich finde sie ziemlich heiß. Ich finde sie eigentlich so ziemlich kalt. Siehst du die Auto? Ich finde sie ziemlich cool. Ironisch, oder? So eine Lady, die aus dem kalten Land kommt, kämpft mit einem Feuerschwert. Du weißt nicht, ob das Nordwindtal kalt ist? Wir waren da, Domi. Oh. War doch okay. Da, oder? Da wo Sullivan auch war. War doch das Nordwindtal, oder? Ja, die viel Nordwindtal ist ähnlich. Täusche ich mich? Sei sie mich. Oh Gott! Oh Gott, die kann laufen? Ey, manchmal nach kann sie laufen. Oh mein Gott, ich habe noch diesen kleinen Sprint gesehen. Oh, leck mich am Arsch. Ich hatte gerade erst einen Boss hinter mir. Schön geil. Auch die Musik ist schön. Das ist sowas, was ich echt nicht mag. Warum muss man so einen Boss hinter einem Boss packen und. Weißt du, da ist einen Abfuck-Boss gehabt und. Dadurch ist der zweite Boss, den danach ist, einfach noch schlimmer. Ja, du kannst sein. Ja, theoretisch hättest du ihn auch nach Jor machen können, Domi. Je nachdem, wann ihn du zuerst küsst. Zuletzt meine ich, zuletzt. Du kannst auch zuerst ein anderes Gebiet machen, wenn du das lieber ist. Musst du nicht machen. Jetzt. Könnten auch ins Horus-Gebiet runtergehen. Könnten wir. Muss man das erledigen. Aber die Sache ist halt, immer wenn du ein neues Gebiet machst, dann hast du am Schluss einen Boss und dann kommt der Boss. Es werden immer zwei Bosse sein. Aber vielleicht kein Bullshit-Boss. Bis auf, dass sie sich halt absolut nicht einschätzen kann, ist sie eigentlich okay. Ja. Finde ich eigentlich auch. Ich finde es cool, dass sie einfach manchmal nichts macht. Was war das? Der Grab? Nein, das war die falsche Richtung für den Grab. Das war der Grab. War das nicht eben genauso? Was? Sie hat doch in die andere Richtung geschlagen. Jo, was? Oh, gestaggert! Das ist kein Grab, das ist echt ein Bitch Slap! Reverse Bitch Slap. Was ich. Wenn die Bitches den Bitch Slap zurückmachen. Yeah. Skirt Tänzerin! Bitch! Da kann ich nicht hoch. Nein, kannst du nicht. Schade. Weißt du warum nicht? Weil die Tür zu ist. Die Treppe hat eine Tür. Siehst du? Es wäre schön, wenn ich da hoch könnte, dann könnte ich vielleicht einen Plunging Attack auf sie machen. Wo willst du da oben runterspringen? Oh, es fängt alles an zu brennen, auch stimmt. Auch voll cool.
Ich finde den Boss cool. Die ganze Inszenierung. Ich verstehe den Boss aber nicht wirklich, wo der herkommt oder warum er dich aufhalten will. Hey, Phase 2! Okay, jetzt wird es absolut schrecklich. Jetzt weißt du, warum sie Tänzerin heißt. Sehe ich nicht. Das ist wie ein schöner Tanz. Ja, nur weil er zwei Schwerter hat, heißt das nicht, dass er gleich tanzt. Sie, Domi. Ah, Mann. Machen wir sie im nächsten Part weiter? Weiß ich nicht. Nein, nein, nein. Deine Entscheidung. Nein, nein. Wir haben uns jetzt die Tänzerin angeguckt. Wir haben sie für nicht gut befunden und wir gehen ins Gebiet von Horus. Also, im nächsten Part. Jetzt heißt es zur Sache. Reisen? Warte, wo war das? Jetzt weiter? 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 Da irgendwo, da, 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 da. Okay, okay, okay. Und wir laufen in diesen Pod noch kurz hin. Du bist schon da. Ah, wir sind schon da! Gut, gut. Glaube ich. Weiß es nicht. Naja, doch, hier. Ja, stimmt, hier geht's runter. Okay. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Bis dahin, tschüss. Tschüss.